Ich verstehe. Ich weiß, es ist gefährlich. Ich will nicht das Konzert verderben. Versprechen Sie es. Wenn ich größer bin, nehmen Sie mich dann mit auf das Dach? Versprechen Sie es, Lawrence. Ah, ich glaube, ich weiß, wen wir da oben erwarten. Komisch. Ich dachte, es wäre Lawrence. Oder ist hiermit wieder die Kiste gemeint, die wir jetzt wieder aufmachen können? Wahrscheinlich. Okay. Schlüssel genommen und gib ihm. Krieg ich's? Entschuldigung. Da ist was, was ich haben brauchen muss. Das ist echt schlimm. Oh. Warte. Ich greife mal mit meiner kalten Hand durch die Kiste. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Hier, guck dir. Das hatten wir doch in der zweiten Folge oder in der ersten Folge schon, wo ich durchs Fenster grapschen konnte. Alt, falsches Ding. Ich weiß jetzt nicht, was ich da aufgehoben habe, aber. Ah, guck mal einer an. Entschuldigung. Nice. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es nur ein Spiel ist, und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut, weil ich genau über dem Mikrofon bin. Aber. Ich dachte, sowas würde mir mehr ausmachen, weil ich direkt am Abgrund stehe, aber das kann auch bloß daran liegen, dass es halt. Ja, es ist halt ein Spiel. Ich weiß nicht, dass das Gefühl nicht so hoch kommt. Aber cool, dass wir hier außen rumlatschen können. Gut, wir müssen da ja auch noch zwei junge Herrschaften mal. Ja, zu denen müssen wir rüber. Ach, und er ist ihnen hinterher hier, oder was? Ich schwebe. Ja, ich weiß, Herman. Ich habe keine Angst. Ich werde das schaffen, ja. Nur eine Sekunde, in Ordnung? Ich muss kurz Kraft schöpfen. Also sowas wie eine Mutprobe, okay. Na gut, der Herman, der rennt ja gerne auf dich hier rum. So, die Herrschaften. Warum? Was? Moment, halt. Und, Herman, erreichen Sie das Fenster? Sie? Noch ein kleines Stück. Ich bin schon ganz dicht dran. Nicht loslassen, Lawrence. Ja, ich hab sie. Ich bin ja nicht umsonst so groß. Was ist das hier? Oh Gott, was ist mit meiner Nase? Ich kann dir da helfen. Ein Schlegel verziert mit einer Holzschnitzerei. Der Stab ist aus Metall und wird benutzt, um die Triangel zu spielen. Alles klar. Frage. Ich würde da ja auch gern rein, um ehrlich zu sein. Noch ein kleines Stück, aber kann ich ihn festhalten irgendwie? Anscheinend nicht. Warte. Rosa wartet auf ihr Instrument. Wahrscheinlich ist das Triangelstöckchen. Warum nicht die Nase den Jungen mit einem Papierstreifen kitzeln? Helfen Sie Lawrence und Herman, das Fenster im Musiksaal zu öffnen. Warum nicht die Nase des Jungen? Okay, hier brauche ich wahrscheinlich irgendwie einen langen Stock oder sowas. Wahrscheinlich von der na, guten Tante, die hier die Fenster macht, kann ich jetzt wieder runter? Nein. Ich muss den ganzen langen Weg zurücklaufen. Okay. Aber welchem Jungen? Ihr seid mir nicht böse, wenn ich hier. Ich muss erst hoch. Muss ich echt erst hoch? Ich. Ach.
Ach, ich wäre hier auch rausgekommen. Okay, okay, es ging doch. Pass auf. Weil ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass mir die Folgenzeit doch länger wird, wie ich dachte. Aber es ist ja eigentlich nicht schlimm. Weil es macht an sich auch Spaß. Es ist jetzt zwar nicht horrorig oder sowas, was man vielleicht bei vielen VR-Sachen hat. Also zumindest habe ich meistens nur so eine Sachen gespielt. Aber gut, wer meinen Kanal kennt, da ist das jetzt nicht so das Wunder. Aber dem Jungen hier vielleicht. Warte kurz, wo haben wir unseren Inventar? Nein. Hä? Ja. Ja. Nee. Also dem Jungen nicht. Wen haben wir denn noch? Habe ich jetzt noch jemanden übersehen? Da quatscht er ja bloß über die Instrumente, ne? Sind diese Instrumente aus Blei gemacht? Ja. Okay, Rosa. Warte. Halt, da war's. Oh, mein Schlegel. Aber wo ist die Triangel? Nils sagte doch, er bringt alle Instrumente her. Okay. Rosa braucht immer noch die Triangel, um beim Auftritt mitzumachen. Ja, gut, ich gehe mal kurz zu Nils. Vielleicht hat er die ja noch da. Ansonsten muss ich die auch noch suchen. Nein. Nein. Und im Inventar habe ich auch nichts weiter. Okay. Suche, suche, suche. Dem Jungen mit. Einen Jungen denn kitzeln? Ich meine, so viel Auswahl haben wir jetzt nicht mehr. Haben wir überhaupt noch weiter einen? Ich gehe nochmal kurz raus. Habe ich hier wieder jemanden übersehen? Weil hier war ich jetzt, glaube ich, noch nicht draußen. Da habe ich auch niemanden. Komme ich hier noch? Jetzt eigentlich weiter noch? Oh. Warte, warte, warte. Die Münze kommt mir doch sehr bekannt vor. Eine Münze, die Margarete versteckt hat, markiert mit der Zahl 1, wird am besten im Sparschwein aufbewahrt. Das Ding ist, ich weiß, wo noch so eine Münze ist. Und ihr wisst das auch. Und es liegt mit Sicherheit bloß daran, dass ich hier viel zu nah dran sitze, also um das richtige Spielerlebnis zu haben, ist echt ein bisschen schade. Und ich diese Kackmünze doch aufnehmen kann. Ich muss mal bloß gucken, wie. Vielleicht kriege ich das aber hin, irgendwann. Also er hat nichts weiter. Hier hatten wir auch nichts weiter. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Weil langsam fängt es echt an zu drücken. Das liegt aber nur an den Kopfhörern. Oh! Oh! Oh, ich bin dann schon dezent drüber. Ich bin schon wirklich dezent drüber. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also verging die Zeit doch schneller, wie ich dachte. Rosa braucht immer noch die Triangel. Okay, warum nicht die Nase den Jungen? Warum nicht die Nase den Jungen mit einem Papier? Also, ich habe das Gefühl, dass die Übersetzung ja teilweise ein bisschen naja ist. Helfen Sie Lawrence und Herman? Oder gehört das dazu? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Vielleicht habe ich hier hinten auch noch was vergessen. Verstehe ich nicht. Nadio? Aber. Oh. War nicht, dass die Übersetzung was falsch ist und ich kann das beim Hund hier machen, aber nein, kann ich nicht. Nein. Entschuldigung, ich wollte eigentlich aufstehen. Aber wir haben doch bloß die beiden, den Nils.
Warte, nein, das war das Falsche. Nein, das war wieder das Falsche. Nicht doof. Wir haben Lawrence und Herman sind oben. Wir haben da noch Nils und wir haben Lucy und Rektor. Bei den oben, also ich werde da nochmal probieren hochzugehen. Aber welchen Jungen nehme ich sonst? Weil bei ihnen geht's nicht. Das habe ich schon probiert. Warte mal, komme ich hier zum Rektor? Nee. Schon wieder falsch. Entschuldigung. Nein. Ich muss da eins hören, ne? Zur Marie? War das gleich hier? Oh, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Auch schön, mehr oder weniger. Okay, hier sehe ich aber auch nichts. Warte, nein. War das dann hier hinten? Genau, hier können wir auch durch. Okay, von ihr habe ich schon den Schlüssel bekommen. Ich glaube nicht, dass wir sie irgendwie kitzeln müssen. Nö. Ich hätte vorher gewusst, dass man auch hier lang kann. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Ansonsten muss ich echt bei dem Opa machen. Ich soll ihnen helfen, weil ich müsste ja dann irgendwas finden, damit ich das verlängern kann. Ich habe es beim Falschen gemacht. Hallo? Nein. Vielleicht so? Entschuldigung. Oh, das war knapp. Ich dachte, das war's jetzt. Ich will ja wieder nicht pingelig sein. Das habe ich ja sonst auch nicht großartig gemacht, aber... Alter, wo ist denn sein Schwerpunkt? Der kann den doch niemals so halten. Dach. Aber warte mal kurz, kann ich das Fenster? Naja, nee, ich brauche irgendwas lang. Das war von hier aus. Erkennt die Kamera auch nicht und ich kann ihn da, glaube ich, nicht helfen. Ah, jetzt kann ich ihn hier ver. Ja. Jetzt kann ich ihn hier festhalten. Schuld, Herman. Mir hat plötzlich schrecklich die Nase gejuckt. Es tut mir leid. Nur keine Sorge, Lawrence. Jeder muss mal niesen. Aber ich komme einfach nicht an das Fenster. Wir bräuchten die Stange. Die Stange für die Fenster. Hatte Marie sie nicht heute Morgen? Ich hab's doch gewusst, Marie. Hast du irgendwo hier eine Stange rumliegen? Hier nicht. Wo ist mit dem Kissen? Ah! Guck schon mal. Bin eingeschlafen. Ich muss doch die Fenster aufmachen vor dem Konzert. Ich finde das immer noch komisch, dass die Fensterdienst hier hat. Hatten wir das schon? Rosa, wo ist ihr schöner Triangelschlägel? Ah, okay, gut, das hatten wir schon. Nee, das hatten wir doch nicht, aber wir haben es auch so in gefunden. In der Schatzkiste? Danke für den Tipp. Alter, Marie. Alter, die schnarcht ja wie so ein Bauarbeiter. Pass auf. Wir müssen die Triangel noch finden und... Ach, das würde ich echt gerne noch jetzt schaffen. Ja, aber oben waren wir doch schon. Oben waren wir schon. Ich brauche diese komische Stange, aber wo hat sie die hingestellt?
Hier sind wir ja bloß dahin gekommen. Zuerst diese blöde Münze. Die triggert mich immer noch. Ja, ich will sie doch bloß haben. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Ich sitz zu doof. Warte. Nein. Mann, scheiße. Aber irgendwann kriegen wir die Münze nochmal. Ich guck mal kurz hier rein. Hier haben wir bloß ein Buch. Kann man das auch nehmen? Dieses Buch erzählt eine Geistergeschichte. Jetzt muss ich mich verabschieden, doch Sie haben die Spieluhr. Bewahren Sie sie gut. Sobald Ihre Zeit wieder fließt, werde ich durch die Spieluhr für Sie singen. Vergessen Sie das nie. Die Spieluhr ist die Stimme des Geistes. Die anscheinend. Wo ist der Fensteröffner? Ja, das ist die Frage. Eigentlich müsste das doch noch eigentlich. Nee, eigentlich müsste auch eigentlich. Das müsste doch noch in dem Gang sein, oder nicht? War das hier der Gang? Guck mal kurz. Nee, das war glaube ich nicht der Gang. Ja, hi Katze. Aber hier sehe ich auch nichts zum Interagieren. Ich weiß auch nicht, warum der Raum offen ist, aber. Das sei jetzt erstmal dahingestellt, oder war das der Gang da hinten? Weil, dass er die Fenster aufgemacht hat, haben wir ja gesehen. Das war doch eigentlich hier, oder? Klar, das hier. Okay. Ich wollte es bloß nochmal hören, ich mag die Katze so sehr. Sehe ich das Ding bloß nicht und das liegt hier rum? Und bei Marie direkt war es ja auch nicht gewesen. Und hier? Hier sehe ich ihn auch nirgends. Inventar? Nein, Inventar. Ja, was zum Kitzeln habe ich immer noch, juhu. Läuft nicht, schade. Wo ist das Teil? Aber ich glaube, also ich habe langsam die Vermutung, das werden wir morgen erfahren. Weil das Ding ist auch einfach, ich habe jetzt schon mindestens eine Folge mehr aufgenommen, wie ich eigentlich wollte. Und ich merke schon wieder, ja, dass mir die Erzählung ausgehen. Das sollte im Let's Play ja nie passieren. Das ist das Problem. Außerdem geht so eine VR-Geschichte nach einer Stunde. Also ich könnte zwar wahrscheinlich ein bisschen länger spielen, aber ziemlich auf die Ohren. Liegt aber auch an den Kopfhörern, muss ich dazu sagen. Und auch irgendwann auf die Augen. Aber hier. Ich konnte hier ohne Schnur, ne? Warte. Wenn ich den Einsatz verpasse. Ach so, was ich. Oh, ich weiß. Nils hat die Instrumente gebracht. Ich kann hier üben. Ja, aber nicht unter Triange. Der alte Mann. Der alte Mann hat aber auch nichts, oder? Das hatten wir, glaube ich, schon gleich am Anfang. Und ja. Sind sie für immer zusammen, liebe Margarita? Schon gut. Ich bitte nicht um Vergebung für das, was ich Ihnen genommen habe. Ich find's leider nicht, Leute. Es tut mir echt leid. Ich glaube, das muss ich wirklich das nächste Mal machen. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen fuchst bei dem Spiel, was ein bisschen schade gelöst ist, dass mein Speicherstand dann verloren geht. Also alles, was wir jetzt in dieser Episode gemacht haben, muss ich halt im Vorfeld dann nochmal spielen. Aber wenn man weiß, wo es lang geht, sag ich mal, dann ist es jetzt nicht so schwer. Dann hat man das in 2-3 Minuten gepackt. War jetzt beim Anfang der letzten Aufnahme genauso gewesen. So, ich bin mal gespannt, wo ich das Ding finde. Und ob wir uns dann Musik und
ob wir dann ins Musikzimmer reinkommen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob die jetzt ein bisschen kürzer ist. Dann entschuldige ich mich schon mal. Nee, ist sogar normale Folgenlänge. Aber da haben wir auch nichts. Ja. Schade, schade, schade. Tut mir leid. Sie sieht ein bisschen angsterfüllt aus. Aber nur gut. Dann verabschiede ich mich auch in dieser Aufnahmesession mit der guten, das müsste doch Julia gewesen sein, ja, der guten Julia und würde mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffe dann bis morgen zur nächsten Folge von The Last Scene. Bis dahin. Ciao, ciao.